Hello, ich sage gerade was in English. Hello, friends. Uh, unfortunately, this uh, video is like the whole series, not in English. Uh, I could do it, as you can hear, but um, this is gonna be uh, targeted to the German audience uh, who don't have enough uh, German language videos on Maya. And, uh, well, that's the way it goes. Uh, I, I try brief descriptions in, uh, in the YouTube channel, so you might like to read them. Or Or just go somewhere else. But I'm glad you're here. Bye. Also, ich zeige heute was ganz Grundsätzliches, und zwar, ähm, dass man in Maya fast alles animieren kann. Fast alles, <laughs> eigentlich alles. Ich kenne jetzt ein paar Beispiele, was nicht geht, aber gut. Ähm, nehmen wir mal hier bei Modeling ein Torus. Der Torus ist immer ein gutes Beispiel, weil er recht komplexe Geometrie ist und mit einem Klick sich herstellen lässt. Ich drücke, ähm, ja, ich drücke eigentlich gar nichts. Ähm, hier seht ihr bei Polytorus 1 sozusagen die Entstehungsgeschichte. Daraus ist das Ding gemacht. Ihr könnt es jetzt größer machen, indem ihr über die Skalierung es größer macht, dann wird es dicker. So, ja. Aber elegant ist hier, den Radius neu zu ziehen. Und das geht in Polytorus 1 und solche ähm, Herstellungsfabriken. Haben die meisten Geometrien hier in Maya. Gut, dann kann ich den Radius so machen, zum Beispiel. Dann, ich lasse mal die Section Radius, den lasse ich erstmal weg. Ich kann auch die Subdivision Axis ändern. Die steht im Moment auf 20. Ihr seht 20 kleine Zwischenlinien hier. Und wenn ich die reduziere, seht ihr, wie das Ding zu einem Dreieck wird. Da ist kein Torus mehr. Und hier gleich das erste Beispiel, was ihr animieren könnt. Mal hier auf das neutrale Auswahlwerkzeug gehen. Ihr geht einfach auf Subdivision, also am Anfang der Zeit, am Anfang der Timeline, ich bin jetzt auf der 1, rechte Maustaste hier, Set Key. Damit habt ihr festgesetzt, dass das Ding drei äh, Ecken haben soll. Und jetzt geht ihr ähm, zum Ende der Timeline. Das ist bei mir 120 zum Beispiel. Das kann auch beliebig woanders sein. Also ungefähr fünf Sekunden wäre das im Video. Und dann geht ihr meinetwegen auf sowas, auf 20 und wieder rechte Maustaste, Set Key. Und wenn ihr die Animation jetzt abspielen lasst, dann kriegt ihr den Torus, der immer feiner wird, ne? eigentlich erst nach der Hälfte des Videos zu einem Torus wird. Wenn ihr das äh, wieder verlieren wollt, diese Animation löschen, rechte Maustaste Break Connection, damit ist äh, alles aufgehoben und äh, ich gehe mal hier wieder zurück, mir gefällt eigentlich so dieses Fünfeck ganz gut. So, ähm, das könnt ihr mit quasi allen Parametern hier machen. Ich mache jetzt mal den äh, Section Radius etwas größer, sozusagen um ihm mehr ähm, mehr Größe zu geben, um mehr Dicke zu geben und jetzt gebe ich ihm eine Textur. Rechte Maustaste, Assign, New Material, neues Material draufkleben. Und ich nehme aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil es in der Mitte ist und weil er leicht schimmert, den Fong I ganz gerne. Und ich gebe ihm jetzt mal statt eine, der Farbe Weiß hat er im Moment, äh, gebe ich ihm mal ein mal Fraktal zum Beispiel. Das sieht man hier nicht deswegen, weil dieses Icon nicht angeklickt ist. Ich finde es winzig, es ist eigentlich unsäglich, so etwas Wichtiges so klein zu machen. Und jetzt sieht man das. So, jetzt gehe ich, ähm, ich sehe das so marmoriert quasi, das ist ein Fraktal, jetzt ist es eigentlich ein, ähm, ein, ein Noise Generator, also macht es so ein bisschen Farblärm. Der Section Radius ähm, ist also das, die Dicke von dem ganzen Ding, Hab, habt ihr gesehen. Und jetzt kommt was Interessantes. Ähm, der Twist ist, ist das, wie diese Linien hier angeordnet sind, also die Querlinien? Nicht wie viele es sind. Ich kann die hier runterdrehen, ja, immer weniger. So, nehme ich mal das. Aber mit dem Twist kann ich sie verdrehen. Ja. Und damit verdrehe ich quasi auch dauernd die Fraktaltextur. Und hier liegt es natürlich schon wieder nahe, ich gehe an Anfang der Timeline, einen Keyframe zu setzen. Hier zum Beispiel Set Key. Jetzt gehe ich ans Ende der Timeline. Und jetzt ziehe ich das Ding mal. Nein, den will ich ja gar nicht. Entschuldigung, jetzt habe ich was Falsches gekietet aber das, kann, das können wir eigentlich auch noch machen. Wir machen etwas größer. So. Also der jetzt wächst da leicht, aber ich will ja eigentlich den äh, Twist äh, animieren. Der Twist ist am Anfang meinetwegen null. Und ich gehe jetzt ans Ende. Da ist das Ding jetzt etwas dicker geworden. Und da mache ich den Twist auf. Ich lasse es einfach so dauernd so drehen. Ja, so. Sagen wir mal so, Set Key. Und dann kriege ich diese Animation. Ich ähm, mache jetzt mal, ich deselektiere mal den, den, das Fünfeck, damit wir das Wandern dieser Linie nicht mehr sehen, sondern nur noch die Textur wandern. Das sieht jetzt so aus. Wird es ein bisschen größer und die Textur dreht sich halt. Ich könnte die auch in die andere Richtung drehen lassen, muss ich, müsste ich eben Minuswerte einziehen. Das ist eine sehr elegante Weise, um eine Textur zu animieren. Ich könnte jetzt auch ein Schachbrettmuster drüber oder einen Film laufen lassen, der sich darüber schiebt. Natürlich muss es kein Torus oder Fünfeck sein, es kann auch eine Fläche sein, also sowas, oder ich kann es projizieren auf einen Kegel und so weiter. Jetzt zeige ich zum Schluss dieses Mini-Tutorials noch, dass man die Kamera animieren kann. Ihr seht im Moment ähm, die Perspektive hier. Das ist unser Perspektiv-Viewport. Wir schauen in die Perspektive rein. Wenn ihr die Space-Taste, also die Leertaste, drückt, seht ihr die anderen Ansichten. Von oben, von der vorne, von vorne und von der Seite. So. Ja. Das ist oft hilfreich, aber nicht unbedingt immer notwendig. Hier möchte ich auch mal, ich beschäftige mich jetzt mit diesem Fenster, hier dieses Muster anzeigen lassen. So, und jetzt gehe ich mal da rein und jetzt möchte ich eine neue Kamera mir erzeugen lassen. Create Cameras Camera. Was da drunter steht, sind auch interessante Optionen, auch die Stereokamera. Aber ich nehme mal einfach eine Kamera und hier sitzt sie. Und äh, jetzt kommt ein Befehl, äh, den kann ich euch nur wirklich ans Herz legen, der ist ganz äh, praktisch für viele Dinge. Ich will jetzt durch die Kamera auf die Szene gucken. Also die Kamera ist jetzt hier irgendwo in der Mitte, die sieht also im Moment wahrscheinlich äh, nur, nur so ein großes Blö äh, aus, äh, aus Textur. Und dazu ähm, äh, Hotbox. Ich betätige die Hotbox, also ich lasse die Space-Taste gedrückt. Jetzt gehe ich zu Panels. Das geht äh, oben über den normalen Menüs auch, aber äh, weil es einfach so praktisch ist, zeige ich euch das mal. Und Panels, ihr wollt jetzt gucken, äh, durch, nicht durch das Perspektivfenster, sondern durch die Kamera 1. Und jetzt gucken wir hier durch die Kamera 1. Die war vorher im Z-Fenster, also in dem Fenster von oben. Das ist uns jetzt egal, wie das heißt. Und jetzt gehe ich ein bisschen nach, äh, nach vorne. Und dann sehe ich den Blick. Jetzt gucke ich durch die Kamera. Es ist was anderes als das hier. Das ist mein Perspektivfenster, das ist die Kamera. Und diese Kamera werde ich jetzt keyen. Das heißt, ich werde die Kamera erstmal auswählen. Die ist ausgewählt. Ja, ist deswegen auch weiß. Und jetzt gehe ich an den Anfang unserer Animation. So, und drücke die Taste S. Dann erscheint hier unten ein roter Punkt. Jetzt gehe ich in die Mitte ungefähr. Und dann nähere ich mich mit der Kamera, ganz normal mit, den, mit der Alt-Taste und den üblichen Maustastenbefehlen, meinem Block an. So, und drücke wieder die Taste S. Und ich sehe, wie die Kamera jetzt langsam ranfährt. Dann bleibt sie natürlich stehen. Aber ich will sie bis zum Ende dann doch irgendwo anders haben und dann drehe ich sie mal hier hin. Die guckt sich jetzt die Sache von quasi so an und drücke wieder die Taste S. In der Regel sind diese Kameraanimationen im Grunde richtig, aber im Detail nicht elegant und dafür ist dann was anderes zuständig, zum Beispiel der Graph Editor, wo man die Keyframes herumschiebt. Das ist das Ende dieses Tutorials. Wir schauen uns an, wie die Kamera sich bewegt. Jetzt geht sie rüber und erstmal drauf zu und dann geht sie wieder rüber und so weiter. Wir haben die Animation jetzt da drin. Hier in dieser, das haben wir durch das äh, Drücken der Taste S Set Keyframe erreicht.